wir sind zu Beginn des zweiten Aufzugs. Die Szenerie hat sich komplett verändert. Wir erleben Florestan zum ersten Mal. Seinen ersten Auftritt hat er jetzt hier in der Nummer 11, Introduktion und Arie. Eigentlich müsste noch das Wort Rezitativ kommen, aber das ist im Wort Introduktion mit eingeschlossen. Das Theater stellt einen unterirdischen dunklen Kerker vor und Florestan alleine an einer langen Kette. Und in der Musik, die ihr hier hört, wird durch die Unterschiede in der Lautstärke, Piano forte, durch die Unterschiede in der Besetzung von Streichern gegenüber Bläsern, in der Besonderheit der Rhythmik, den vielen Pausenwerten, den abgerissenen Akkorden oder auch in diesen Unisono-Figuren, wo Instrumente einstimmig spielen, oder jetzt hier mit diesen repetierenden Akkorden der Streicher, dazu diesem Pulsieren der Pauken, jetzt sogar beschleunigt von Sechzehntel auf Sechzehntel Triolenketten. Hier wieder ein Forte-Ausbruch mit einem sehr interessanten Akkord, den zu analysieren dann auch wieder mit verminderten Akkorden gerechnet wird. Dann diese Ausbrüche einzelner Instrumente mit Spitzentönen. Da war die Flöte, die Violine zu hören. Auch immer wieder das Abwechseln zwischen Sforzando, also besonderer Betonung, oder Pianostellen. Klarinette ist jetzt hier in der mittleren Lage zu hören. Und wieder die Flöte in der oberen Lage. Also was hier geschildert wird von Beethoven in einer genialen Art, das sind die Schrecken der Einzelhaft, der Isolation in dieser tiefen Zisterne, in diesem Kerker, wo er sitzt und nicht weiß, wie sein Schicksal weitergeht. Dass Leonore sich ja längst verkleidet hat und sich in dem Gefängnis als Wärter anstellen ließ, um ihn zu befreien, davon hat er ja noch keine Ahnung. Wir erleben also in dieser Introduktion zum einen das Darstellen dieser Schreckensgefangenschaft. Zum anderen ist natürlich nach der Pause, verbunden auch mit diesem Umbau auf der Bühne, eine zweite kleine Einleitung, ähnlich wie bei der Ouvertüre zu Beginn der Oper, auch an dieser Stelle von Beethoven wunderbarerweise gelungen. Und jetzt geht an dieser Stelle gleich der Vorhang auf. Und Florestans erste Worte. Düsternis und Schrecken werden weitergezeichnet im Orchester. Abwechselnd Crescendo, Forte, Piano, Unisono-Stellen. Rhythmisch, sehr anspruchsvoll, mit Verzierung, mit Achtel, mit punktierten Sechzehnteln. Hier ist wieder dieser Pulsschlag der Pauken zu hören. Das Beschleunigen des Tempos über Sechzehntel Triolen, Tremolo-Figuren, schnelles Hin- und Herstreichen, um die Dramatik zu verstärken. Jemand, der die Partitur dabei hat oder hier zumindest den Klavierauszug, wird natürlich auch sofort denken, hat Beethoven bei der schweren Prüfung extra dran gedacht.
diese Tonart zu wählen mit 5 Kreuzvorzeichen, H-Dur, die ja wirklich eine schwere Prüfung für jeden bedeutet, der es spielen muss. Und jetzt das Leiden in einem längeren Melisma dargestellt und hier in der Bassstimme von H, C, Des, D, S, eine Chromatik, die aufwärts geht. Vielleicht das Leiden, das auch absehbar ein Ende finden wird. Und die Akkorde, die sich darüber darstellen, das wäre ein buntes Hin- und Herspringen im Quintenzirkel, wenn man das genauer analysiert. Also eine der schönsten, aber auch anspruchsvollsten Stellen, was Beethoven hier harmonisch hineingestellt hat. Es beginnt auch hier wieder nahtlos übergeführt mit den letzten Worten des Rezitativs, die Arie. Adagio cantabile, ein sehr sangliches, langsames Tempo, und wir erleben die Klarinette als obligates Instrument dem Solisten zur Seite gestellt. Jetzt ist auch das Tempo gefestigt in diesem Abschnitt gegenüber den ständigen Wechseln, die wir beim Rezitativ vorher hatten. Man hört deutlich die Klarinette. Es geht um die Wahrheit, die er sagte. Dafür muss er leiden. Wahrheit und Pflicht, diese beiden Begriffe durchdringen diesen ersten Teil der Arie. Die Ketten sind dafür sein Lohn, und bei dem Wort Ketten erlebt man hier das Rasseln der Ketten in diesen tremoloartigen Figuren, die hier in 32. aufgelöst notiert sind. Wir werden nachher erleben, das Notenbeispiel, das endet hier, für uns zumindest, dass in einem zweiten Teil, der dann noch weitergeht, ein anderes Tempo angeschlagen wird, anstelle dem langsamen Anfangstempo im zweiten Teil der Arie, poco allegro, also etwas schnell. Und da haben wir auch einen kompletten Wandel. Das obligate Instrument wechselt von der Klarinette zur Oboe. Die Tonart wechselt, wo wir am Anfang 4 B-Vorzeichen hatten. Es beginnt in Astur, geht es hier weiter mit einem B, die anderen drei sind aufgelöst, also in F-Dur. Wir erleben ein ganz anderes Tempo, andere Tonart, andere Besetzung. Denn Florestan denkt jetzt an seine Gattin als Engel Leonore, der wohl, so hat er es in einer Vision, der wohl kommen mag, um ihn zu befreien, ihn zu erretten. Wir erleben auch den Duktus hier in diesen Achteln aufgelöst, in dem Klavierauszug einer ganz anderen Art zu begleiten, als das vorher bei diesem doch sehr dichten, fast choralhaften Satz gewesen war. Ja, jetzt kommt die Stelle. So, und das geht jetzt in diesem zweiten Teil bis zum Ende weiter. Ihr habt in eurem Materialheft dann auf der nächsten Seite 20 nur noch den Abschluss dieser Arie, wo Florestan dann wieder auf dem Felsensitz niedersinkt und seine Hände das Gesicht verhüllen. Danach geht es weiter mit dem nächsten Auftritt, und wir erleben das, was wir auch schon besprochen haben, dass eben 2 weitere Personen dazukommen. Ein Duett, davor ein Melodram, also gesprochener Text zur Musikbegleitung. Und wir erleben sowohl Leonore alias Fidelio, also verkleidet als Wärter, und Rocco, der gutmütige Kerkermeister. Die beiden sind nach unten geklettert, um ein Grab auszuheben, weil ja Don Pizarro seine Tat umsetzen möchte und Florestan möglichst noch beseitigen will, bevor Fernando, der Minister, die Gefängnisse inspiziert. Aber das kommt dann in dem nächsten Auftritt. Nach der Arie, Duett, es folgt ein Terzett, ein Quartett, also auch hier dann eine Steigerung, Person um Person, bevor dann eben dieser Knoten platzt
und Leonore sich vor ihren Gatten wirft, um den Mord an ihrem Gatten zu verhindern, und Pizarro dann wutschnaubend den Kerker wieder verlässt, weil die Trompetensignale, die erklingen, die Ankunft des Ministers anzeigen und damit auch die Rettung einläuten. Soweit eben das, was wir hier in unseren Notenbeispielen haben. Und wir werden jetzt ganz kurz nochmal in das nächste hineinhören. Das ist gerade noch das Ende dieser Arie, des schnellen, bewegten Teils der Arie, wo wir natürlich hier merken, dass es immer weniger wird, sempre diminuendo, und beim dreifachen Piano am Schluss ausläuft und endet. Es kommt dann allerdings attacca, direkt ohne Pause, das Melodram anschließend. Leonore und Rocco haben den Gefangenen noch nicht erblickt. Der liegt ja in Ketten im Halbdunkeln in der Seite. Man hört wieder die Oboe aus der Arie vorher. Das Zittern auch hier in diesen Sechzehnteln gut nachvollziehbar. Es beginnt das Duett. Man hört hier in diesen Basstönen wohl das Wegrollen des Bodens, den sie ausgraben, um das Loch auszuheben für das spätere Grab, das geplante. Und das wäre jetzt schon auf der nächsten Seite, aber hier endet ja in unserem Materialheft das Notenbeispiel, das wir natürlich im Präsenzunterricht in den Klavierauszügen verfolgt hätten. Die haben wir ja im Klassensatz in den Schränken liegen, nur jetzt im Distanzunterricht habe ich eben dieses Materialheft zusammengestellt, sodass ihr zu Hause auch ein wenig von dem nachvollziehen könnt, was wir sonst in der Schule parat haben und auch gerne zum Unterrichten mit einsetzen können.